Hi, moin Leute, willkommen zurück hier auf meinem Kanal von Bequimbo. Ja, Days Gone, wir machen weiter an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Niemand hat das vorausgesehen, heißt die neue Mission und wie auch immer die aussehen wird, das werden wir jetzt gleich sehen. Wir werden jetzt erstmal hier unsere Taschen füllen und dann werden wir auf jeden Fall gucken, also unsere Taschen mit Munition füllen und dann werden wir auf jeden Fall mal gucken, wie es hier weitergeht, weil auf jeden Fall wird es interessant, vor allem was. Ja, was diese Reise angeht nach Norden, da bin ich mal gespannt, wann es dann soweit ist. Dann hätten wir wahrscheinlich auch eine komplett neue Karte. Naja, auf jeden Fall sollen wir uns jetzt hier ins Bett legen und da werden wir mal sehen, was hier Sie passiert. kommen. Sie kommen. Sie werden. Sie wollen. Nein. Gleich haben Sie mich. Oh, Sie Scheiße. Usa, was ist los? Nein. Wie kommst du hier rein? Wow. Bleib da sitzen. Usa, hör zu. Bleib sitzen. Ich bin Stieg. Jetzt mal ganz ruhig. Ich nicht. Lass uns reden. Ich bring dich um. Ist alles gut. Gib mir das Gewehr. Los, gib mir das Gewehr, Mann. Oh, Scheiße. Verdammte Scheiße. Buse, was zum Teufel? Ich hab sie gehört, stimmt. Scheiße, aber Scheiße. Du hast sie Nen gehört, Scheiß oder? Hab ich gehört, Buse. Du hast eine Blutvergiftung. Hab ich nicht. Doch, hast du, Buse. Siehst dir doch an. Da gibt's nichts anzusehen. Wir besorgen dir Hilfe. Hör zu, ich brauch keine. Komm schon. Fuck, ich brauch keine Hilfe. Der Buse dreht durch hier. Tut mir leid, dass ich dir die Birne wegpusten wollte. Also, ich dachte, da wäre was. Weißt du? Also, langsam. Hey, Vorsicht, Stufe. Ich komm klar, aber es war in meinem Kopf, weißt du? Ja, ich weiß. Könnte ich jetzt hier direkt die Treppe runterschieben hier? Ich konnte sie hören, Dick. Ich hörte sie, Dick. Schritte. Sie waren in meinem Kopf. Stiefel. Nur noch ein paar Stufen. Auf jeden Fall braucht der Junge einen guten Psychiater hier. Wenn der schon Stimmen hört. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann laufen, verdammt. Ich kann laufen. Okay. Ja, komm, dann lauf doch hierher. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe sie gesehen, so viele. Sie kamen, weißt du? Gibt's hier irgendwie was zum Mitnehmen, oder? Wir gehen erstmal zum Bike. Ja, Leute, das geht ja schon richtig los hier, ja. Wir haben ja hier fast erledigt noch vom besten Freund. Aber. Ja, jetzt komm, na los. Steig auf, wir müssen los. Halt, warte. Was? Wohin fahren wir? Ich will nicht. Es ist nur eine kurze Fahrt, Buse. Dann kriegst du den Kopf frei. Fahrt? Ja, okay. Das ist gut. Luft, okay. Ja, dann fahren wir mal dahin, ne? Wohin fahren wir? Dick! Weißt du noch, als wir das erste Mal raus sind aus Farewell, wie das war? Ja, ich erinnere mich. Die Highways waren vollgestopft mit Autos, da waren so viele Leute, alle auf der Flucht. Sie dachten, wenn sie nur schnell genug sind, dann könnten sie irgendwie entkommen. Ja. Niemand war schnell genug, Buse. Niemand hat das vorausgesehen, so wie ich. Und als sie endlich Scheiß drauf sagten und losliefen und schließlich rannten, da war es zu spät. Ja, zu spät. Und ich weiß noch, die Freaks zu sehen, als sie kamen. Tausende von ihnen und diese ganzen Dummköpfe einfach überrannten. Ja, ich erinnere mich. Wenn man sowas sieht, weiß man, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir dran sind. Und nichts kann es aufhalten, Buse. Rein gar nichts. Aber weißt du, warum wir weitermachen? Nein.
Bei was zur Hölle sollten... With a soldier's eyes. Schon interessant zu spielen, ne, Leute? Also. Yes, I know. Was kommt jetzt? Was machst du da? Nichts. Mhm. Mach dich schön hübsch, bevor du da hingehst. Naja, klar. Ich wollte noch in der Lodge vorbei, ein paar Bier trinken und dann in die Krankenstation schlendern. Nein, Mann, ich schnauze voll. Okay, ich verarsch dich doch nur. Hey, Pete. Iron Mike sagte, er macht dich kalt, wenn er dich wieder sieht. Wenn er das sagt. Der Alte erinnert sich doch kaum noch an seinen Namen. Nein. Hey, das vergisst er nicht. Du musst wach bleiben. Wir sind abseits der Straße, aber wenn ein Freaker vorbeikommt. Ja, ich weiß. Okay. Hey, Dick. Ja? Bring mir niemanden um im Camp, okay? Ich bring niemanden um. Alles gut. Alles bestens. Begib dich zum Lost Lake Camp. Bring niemanden um. Hier ist nichts. Das Lake doch auch gehört. Sicher so ein Drifter. Der ist die Mühe nicht wert. Scheiße, wir sollen das Camp bewachen und uns hier keinen runterholen. Könnte ein Ripper sein. Oh, gegen uns beide. Echt jetzt? Ja, schnappen Sie uns mal vor. Nein. Das haben wir auch gedacht. Ich und dieser Kerl. Entdeckung. Wenn du entdeckt wurdest, suchen deine Gegner dich an dem Ort, wo sie dich zuletzt gesehen oder gehört haben. Um nicht geschnappt zu werden, solltest du dich versteckt halten, zum Beispiel in einer Mülltonne oder im hohen Gras oder wegschleichen.
Was? Was machst du da? Hm? Wer ist da? Komm raus, ich sehe dich. Hey, ich dachte, du wolltest zu diesem Loch Lost Lake. Ah, das stimmt. Ich wollte mich nur ein bisschen umsehen. Sehen, ob der Weg frei ist. Ach, das Motorrad ist jetzt blockiert, sozusagen. Ha, wir müssen zu Fuß weitergehen. Na gut, Leute. Dann schauen wir mal, wie wir hier nach Lost Lake kommen. Wenn der Typ auf mich spallert. Wenn der Typ auf mich spallert, dann ballert er halt auf mich. Ich kann ja eh nichts machen. Noch ein Stein, also. Hey. Hier ist doch was. Hörst du das? Der kriegt das doch sicher gar nicht mit. Und der weiß, dass sie hier ist. Da stimmt was nicht. Was redest du da die ganze Zeit? Vielleicht hat sie begriffen, dass das nicht hilft. Außen ist was. Hier ist was. Siehst du irgendwas? Ist jemand? Was hast du entdeckt?
bist du ja. Schlecht gemacht. Das hätte man ja vorher wissen müssen. Wie soll ich denn jetzt in diese Krankenstation da reinkommen? Gar nicht so einfach, sag ich euch. Oh, Scheiße, Iron Mike. Wer ist das? Schizo, du Dreckskerl. Verdammte Scheiße hier, da kommt er mir hinterm Bus her. Nee, Leute, gar nicht so einfach hier, die Schleicherei. Boah, das ist gar nicht so einfach, ey. Dann nehmen wir mal den Weg. Vielleicht besser. Jemand. Hey, ist da jemand? Wie läuft's? Ist jemand. Ich sehe sie. Kann ja wohl nicht wahr sein hier, oder? Das ist ja ein Stück schwierig hier. Das ist ja richtig schwierig. Los geht's. Wer war das? Was war? Hier ist was. Die sind ja wirklich überall hier, du. Mike,
anderen gefoltert. Joe hat Narben am ganzen Kopf, als hätten sie ihn skalpieren wollen. Und all die anderen? Sie wurden abgeschlachtet. Oh, Scheiße. Abgeschlachtet. Iron Mike. Das Einsammeln Skizzo, du Dreckskerl. Ich wollte sie nicht den Freaks überlassen. Es ist Carlos, und du weißt es. Wir müssen zurückschlagen, oder die Ripper werden... Raymond, Skizzo, lass gut sein. Lass einfach gut sein. Was ist mit der nächsten Gruppe, Mike? Und der nächsten? Verdammt, Carlos greift bereits nach dem Rogue. Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Sie haben es bei Radio Free Oregon gesagt. Da gab es einen Ripper. Er mag ein Spinner sein, aber ich glaube schon, dass er einen Ripper mit einem Schlachtermesser erkennen kann. Hier ist was. Siehst du irgendwas? Zum Glück haben wir hier überall hohe Büsche. Wenn diese ganzen hohen Büsche nicht wären hier, dann würden wir hier sofort drauf gehen. Hey, das war ein Stein. Hier ist jemand. War doch was. Wo war was? Es war ein Stein. Da ist noch was. Hey, wie läuft's? War das ein Stein? Da draußen ist was. Da ist es. Jetzt muss ich nur noch irgendwie reinkommen. Warum? Willst du sie angraben? Oder geht dir dabei einer ab? Nein, Mann. Ich bin nur neugierig. Ich hatte Küchendienst und sagen, das ging gut. Ich kam aus der Hütte und zwei Sekunden später kam Eddie. Sie grinste mich nach hinten. Tja, das wird übel. Was haben wir denn da genommen jetzt? Haben wir irgendwas Interessantes eingesackt? Glaubst du eher? Ah, verdammt. Hi, Ricky. Hi, Addy. Ich will keinen Ärger. Mach bitte Platz, ich find allein Nein, aus. Mann. Was machst du? Oh, erschießt du mich jetzt? Oh, warte, ihr habt einen Code, richtig? Ihr dürft nur im Notfall auf Frauen schießen. Und jetzt musst du. Oh, scheiße, okay. Hör zu, lasst es mich erklären. Check mal die Kühlbox. Was, verkaufst du jetzt etwa Drogen für Tucker? Als du die Kleine gebracht hast, hielt ich dich für geläutert. Aber das stimmt wohl nicht. Nein, es sind keine Drogen. Was? Antibiotikum. Boozer ist krank. Er hat eine Blutvergiftung. Wo sollte ich denn sonst hin? Blutvergiftung? Was ist passiert? Ist das wichtig? Ich hab's versaut. Bring ihn her. Los, hol ihn, bring ihn her. Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Mir ist egal, wer er ist, und mir ist egal, was Iron Mike sagt. Wenn jemand krank ist, ist er krank.
Wir müssen aufeinander aufpassen, denn mehr haben wir nicht. Ja, da ist was dran. Boozer. Jetzt hat's das Antibiotikum für Boozer. Komm, ich nehme dich mit. Wo fahren wir hin? Erinnerst du dich an das Camp, als wir zum ersten Mal ins Tal fuhren? Ja, ich erinnere mich. Das nennst du ein Bike? Es ist vielleicht kein schickes Drifter-Bike, aber es wird reichen. Steig auf. Und wie geht's ihr? Die Kleine, die bei mir war. Lisa. Bringst du mich später zu ihr? Nein. Ach, verdammt, Ricky, was soll das? Warum nicht? Ich kann nicht. Sie ist nicht hier. Warte, Moment, einen Augenblick, Mann. Wo ist sie? Vor ein paar Tagen hat Skizzo sie zum Plündern eingeteilt. Sie und drei andere sind rüber zum Rogue Camp wegen ein paar Vorräten. Sie kamen ohne sie zurück. Sagst du mir, sie haben sie alleine gelassen? Ganz alleine da draußen? Nein, das haben sie nicht. Sie ist weggelaufen. Scheiße! Es gibt genug da draußen. Wölfe, Freaks, Ripper, du hast die Wahl. Und was hat sich Skizzo dabei gedacht, sie mit auf Tour zu schicken? Jeder muss mit anpacken, Lee. So sieht's aus. Das weißt du. Ich glaub die Scheiße einfach nicht. Sie hatte in Marion Forks jahrelang alleine überlebt. Ja, dann hättest du sie vielleicht da lassen sollen. Mister! Hey. Hau ab oder ich puste dir den Kopf weg! Ich bin's. Nein, zurück! Wow. Hey. Hey, hey, ich bin's, Ricky. Erinnerst du dich? Ich war vor einem Jahr bei euch. Ricky. Tamelo? Ja. In Form. Tamelo zum Lost Lake? Ja, ja. Warte. Das stimmt. Wie geht's dir denn? Boozer, alles klar? Alles schick. Er sieht aber nett aus. Du hattest trotzdem nicht das Recht, uns zu beklauen. Soll das ein Witz sein? Sieh dir den Arm an. Was soll ich tun, hä? Ich weiß nicht. Vielleicht fragen? Oh Himmel. Seht euch an, die Biker Boys. Ihr hattet einen Drifter da draußen, richtig? Und jetzt kriecht ihr zurück zu Iron Mike. Oh, halt! Falls er euch lässt. Na los, bringen wir ihn zurück zu Ellie. Komm schon. Komm schon. Ja. Das kann ich allein. Ricky. Ja, Boozer, Ricky. So, dann gehen wir mal den Boozer verarzten, wenn er überhaupt Bock drauf hat. Ich weiß auch gar nicht, warum er den Knarre in der Hand hat die ganze Zeit. Wenn der durchknallt, ballert er uns alle über den Haufen hier. Alter, wo gehen wir hin? Eddie sagte, sie würde sich deinen Arm mal ansehen. Und, vielleicht kann sie was für dich tun. Was? Nein, du bringst mich in kein verdammtes Camp. Ich kann fahren, verdammt nochmal. Aber wir sind... Ach, verdammt, Boozer, es ist doch nur für ein paar Tage und wir holen uns was für deinen Arm. Nein, du weißt, wie es da läuft, Deke. Du kannst nicht klar denken, das ist nicht Hot Springs, sondern Lost Lake. Iron Mike, weißt du noch? Iron Mike? Wir werden draufgehen, du hast gesagt. Das ist eine Ewigkeit her, das Camp wurde ausgebaut. Sie haben mehr Leute. Wir werden alle sterben, Mann. Wir sind längst wieder weg, bis so etwas passieren kann. Das Camp hat den einzigen Arzt im Umkreis von 100 Meilen. Eddie, sie wird sich um dich kümmern. Nur für ein paar Tage. Ja, und dann verschwinden wir von hier. Nach Norden, wie du sagtest. Dann hauen wir hier ab. Ja. Ja, Richtung Norden. Wir lassen den ganzen Scheiß hinter uns. Ab ins Camp.
Gucken wir uns mal den Arm an vom Buser hier. Okay, also, ich gehe zurück und sehe nach ihm, ob er okay ist. Feigling. Ja, da hast du recht. Und wie lange? Bis er wieder fahren kann, meine ich. Du meinst, wie lange ihr hier bleiben müsst? Wir haben Antibiotika, aber nicht genug. Wenn Iron Mike euch bleiben lässt, hat dein Freund eine Chance. Tja. Begleite Was ist passiert? Was hat seinen Arm verbrannt? Wir trafen auf ein paar Ripper, südlich von Belknap. Ich schätze, sie mochten seine Tattoos nicht. Scheiße. Ich wusste schon, dass sie sich manchmal selbst so verstümmeln. Aber Leute, die sie rekrutieren wollen? Usa war kein verdammter Rekrut. Tucker sollte ihnen einen Deal vorschlagen, wie Iron Mike. Ricky, er versteht's einfach nicht. Carlos wird sich an keinen Deal mit Lost Lake halten. Zumindest nicht lange. Und Mike versteht das einfach nicht. Er versteht mehr, als du denkst. Du hast eine gute Seite, Deke. Allerdings scheinst du sie töten zu wollen. Vielen Dank für dein Vertrauen. Da sind die Biker. Jetzt reden wir hier wahrscheinlich mit dem Boss. Iron Mike, oder wie der heißt. Du darfst ihm kein einziges Wort glauben, Mann. Eddie ist schwach. Mike, wir haben nicht genug für die, die mit anpacken können. Geschweige denn für einen Krüppel. Er ist kein Krüppel, er kann arbeiten. Ich sage, wir werfen die Penner raus. Mike, sowas machen wir nicht. Oh Mann, hör dich doch an. Und du? Bist du es leid, Tuckers kleine Schlampe zu sein? Raymond, Schluss damit. Nenn mich nicht so. Ich bin's verdammt leid. Okay, das reicht! Siehst du? Du weißt, wer dieser Scheißkerl ist und weißt, dass er... Genug jetzt! Und du? Du steckst das Ding weg. Mike, Deacon war der, ich der mir weiß, das Mädchen brachte. Ich weiß. Und ich weiß genau, was er für einer ist. Was er getan hat. Bist du etwa unschuldig? Oder Ricky? Und was ist mit mir? Wir waren alle in der Außenwelt, Skizzo. Wir alle taten Dinge, die uns jetzt leid tun. Wir brauchen noch einen Biker. Macht mal halblang. Ich brauche nur ein paar Tage und etwas Antibiotikum. Ach. Ich mache, was ihr wollt. Sicher, Mike. Wie du meinst, ich bin dabei. Mal mit. Ich traue dir nicht. Hau bloß ab. Du hast sie also hergebracht. Hab sie nicht hergebracht, Skizzo. Boozer brauchte Hilfe. Er ist in die Krankenstation eingebrochen. Die ist nicht gerade gut gesichert. Du arbeitest also nicht mehr für Tucker. Dafür ist die Kleine jetzt hier. Nur weil du mit Tut mir leid, dass ich dich angelogen habe wegen der Sache mit Tucker. Ist das nicht dein Job? Nein, wart ihr lange unterwegs? Du und Bill? Keine Ahnung. Wie gesagt, man verliert das Zeitgefühl. Wenn hier bis nächstes Frühjahr niemand Wurzeln schlägt, sich reinkniet und Nahrung anbaut, dann sind wir geliefert. Wenn ihr euch um Boozer kümmert und wir erstmal hier bleiben dürfen, dann helfe ich euch bei allem, was ihr braucht. Ich will nur, dass du weißt, sobald er wieder auf dem Damm ist, packen wir die Ausrüstung zusammen und fahren nach Norden. Norden, Es gibt ein Camp nach Smith Rock. Usa war noch nie da, aber egal. Dieser Ort hier ist nichts für mich. Wir sollten weiter.
Ein Neuanfang. Das kann ich gut verstehen. Geh jetzt. Lass mich allein. Ich muss erst mal nachdenken. Klar, Mike. Ja, wie du meinst. Aber Ricky soll mich anfunken, wenn ihr was braucht. Aber in Mike vertrauen. Für die Fahrt rüsten. Trifft der Armbrust. Alles Mögliche haben wir bekommen hier. Wir haben jetzt kein Limit von ihnen. Und den Fertigkeitspunkt. Wie war das mit diesen Fertigkeitspunkten nochmal? Iron Mike Keim. Mhm. Auch nicht schlecht hier, oder Leute? Ah, jetzt sollen wir erstmal mit Eddie sprechen. Erstmal haben wir uns hier reingeschlichen und jetzt laufen wir einfach so ganz normal hier rum. Naja, auf jeden Fall werden wir diese Mission beim nächsten Mal machen. Da haben wir heute genug gemacht. Ja, Leute, ihr habt ja gesehen hier, was uns jetzt hier alles erwartet hat. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Medikamente für unseren Freund Bruiser und dann wollen wir ja nach Norden fahren. Und ganz so einfach ist es dann doch nicht, weil wir müssen den Iron Mike ja auch einen Gefallen tun. Ich meine, ganz umsonst macht er das nicht, weil so wie man das sieht, waren die beiden ja richtig verfeindet hier oder irgendwas ist da vorgefallen damals. Na gut, was auch immer, das werden wir auf jeden Fall nicht mehr jetzt machen, sondern das werden wir dann beim nächsten Mal sozusagen ansteuern und weiterspielen. Also, dann würde ich mal sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich und wir wünschen euch auf jeden Fall nochmal einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye bye, ciao.